Seit 25 Jahren gibt es sie inzwischen, die Münchner Band Zauberberg. Zum Jubiläum stellte sie im Schlachthof gleich auch die neue CD vor, Short People. Aus der Schülerband von 1 ist mittlerweile eine der besten deutschen Bands geworden. Die Stimme von Leadsänger Mario Lehner kennen hundertprozentig auch Sie. Oder wollen Sie wirklich behaupten, den Song, welch ein Tag, noch nie gehört zu haben? Vielleicht klappt es ja diesmal mit einem Zauberberg-Top-Hit. Der Titelsong und zugleich die Single-Auskopplung Short People stammt im Original von Randy Newman. Ansonsten haben die Jungs von Zauberberg alle Titel selbst geschrieben. Ich glaube, es ist so verschiedenartige Musik, dass eigentlich fast für fast jeden was dabei ist, wenn er nicht gerade Freund von Karl Moik ist. Vor einigen Wochen waren Zauberberg erstmals im Fernsehen zu bestaunen. Die Fahrradfahrer heißt der Film, in dem Zauberberg eigentlich sich selbst spielen. Die Zauberberg-Fans mögen vor allem die Stimme von Mario Lehner. Etwas heiser, aber immer sehr kräftig. Mario, mit wem wird er immer verglichen? Joe Cocker, oder? Bissl, ja. Die ist wirklich grandios und die ist halt sehr alt, ne? Ich finde das eine uralte Stimme. Ich kenne den Mario schon so lange. Ich glaube, ich war einer seiner ersten Produzenten. Wir haben einige CDs zusammen produziert. Ich bin ein großer, großer Fan von ihm. Bald wird es zur neuen CD auch eine Tournee geben, denn live sind Zauberberg einfach genial. Soul, Fusion, Zauberberg!